Ich möchte gerne vorstellen, wie man die Ironblock-Klebschuhe aufbringt mit Aquacrylic-Klebstoff, die in die Mitte liegt, hier auf dieses Bild. Man braucht natürlich die Schuhe, die Klebstoff, einen heißen Luftgerät, eine Schere, Eisbecken sind sehr bequem, weil die niedrig und glatt sind an der inneren Seite, eine Scheibe für die Ankerwinkelschleifer, wenn man das braucht, Holzstöckchen, Duct Tape und einen Wickelfolien und eventuell einen Schmierelschwamme. So, wenn man dann das erste Huf, was wir tun auf diesem großen Traber, die eine Nummer 3 Hufgröße hat, werden wir in Doppelgeschwindigkeit vorstellen, damit sie sich nicht langweilen. Fast alle Pferde gewöhnen sich ganz schnell an das Gebrauch von die Winkelschleifer. Das ist diese Pferdscheiben sind extrem bequem dafür. Das ist man kann natürlich auch eine normale Raspe gebrauchen. Dann wird die Hufgröße ausgesucht und auch die Positionierung von den Schuhen. Das heißt, wenn man wie bei diesen Traber, die einen relativ ovalen Huf hat, nicht einen ganz runden Huf, aber mehr ein gestreckter Huf, man das Beschlag ein bisschen zurücksetzen will, sollte man vielleicht die dorsale Kufen wegschneiden. Die Schuh wird gut aufgewärmt von den Innenseiten, damit die Manufakturschicht weggeblasen wird und die Huf wird gut ausgetrocknet. Die Kronrand geschützt, dann wird das Paketchen geöffnet, da gibt es 200 Gramm Beutel drin, die sind dann verteilt von dieser zentralen Clip und das wird dann einfach rausgeschoben in einen Eisbecher oder in einen Becher, aber meine Favoriten sind Eisbecher. Ich mache dann diese Holzstücke gerade an eine Seite und mische sie dann ganz, wir haben alle Zeit mit dieses Aquacrylic, so wir haben keine Eile und wir müssen richtig, richtig gut mischen, mindestens 40 Sekunden. Dann kann man das erst an die Schuhe anbringen oder erst an die Hufe, das ist, hängt ab von der Geduld von das Pferd, aber man muss auch eine kleine Schicht auf die Huf anbringen, das ist sicher, das lohnt sich, weil die erste Schicht genau zwischen das Metacrylat und die Hufwand ist natürlich die Grundschicht. Und dann wird die Hufschuh mit dem Klebstoff aufgebracht und die ersten 3 Mal werden von die Zehe von die Hufschuhe nach die Ballen gewickelt, damit bei das Kreuzwickeln die Schuh nicht nach vorne sich gewickelt wird, sagen wir mal. Wenn die Kreuzwicklungen, die auf die Trachten gehen, von die Schuh, auf die Schenkel von die Schuh, dann könnte die nach vorne drücken, das wollen wir nicht. So, dafür brauchen wir diese erste 10 Wickeln. Runtersetzen und man ist fertig. Und man lässt es austrocknen. Man hat alle Zeit. So, hier die zweite, die linke Huf, tun wir dann in normaler Geschwindigkeit. Jetzt haben Sie vielleicht eine Idee, welche Details interessant sind, zum besser zu gucken. So, die Sohleseite auf dem Hufbock, die Wandseite sauber machen, auch wenn es auch korrekt strecken. Wenn die ein bisschen weggelaufen ist, das geschieht oft bei Traber, aber auch bei anderen Pferden kann das geschehen. Vor allem die Seite von dem Huf, wo die Klebstoff aufgeht, schön sauber. Das kann man doch noch mal einmal mit einem Schmiergelschwamm auch noch nachtun. Die Kronrand ist immer zu schützen. Man weiß nie, wenn ein bisschen Klebstoff darauf fällt, auf das Haar, und das ist sehr schwer zu entfernen. So, die Größe aussuchen und die entscheiden, wie man das positioniert. Mit die dorsale Kuf oder ein bisschen zurückgesetzt, ohne die Zehekuff oder die Zehekappen, sagen wir mal. Bei Hinterhufe würde ich es schon anraten, vielleicht die Dorsale zu lassen und die Zehewand ein bisschen zurück zu raspeln oder zu bringen, damit er. Aber vorne Füße halten sehr gut aus, auch. Und die Positionierung bei so einem langeren Fuß, bei so einem ovaleren Fuß ist viel besser. Man kann dann auch gut sehen, wie diese kleinen Distanzstöckel da drin gebaut sind in diese Ironblock
Schuhe. Und das ist ein schöner Aspekt von diesem Beschlag, weil das macht, dass diese Klebeschicht sehr gleichmäßig ist rund um die Kuh, weil diese kleinen Stöpfel können das auf die Abstand halten. Das ist noch wichtiger, wenn man einen Polyurethan gebraucht, die müssen eine bestimmte Schicht haben, aber auch bei Metacrylat ist es auch ein gutes Aspekt. Die Huf schön warm machen, die Hufschuhe auch mit warmer Luft saubern, die Clip aus dem Mittag holen, Klebstoff nacheinander schieben, Beutel aufmachen mit einer alten Schere und das Material ganz im Becher. Das kann man das Beste auch auf einer ebenen Oberfläche tun. Das sollen Sie nicht in einem Luxusstall machen, wo das Eigner da nicht böse von wird. Und dann sehr gut durchmischen, so mindestens 40 Sekunden. Wenn das alles noch gut durchgemischt ist, gehen wir mit diesen Sachen nach dem Huf zu. Klebstoff, die Schuhe, Schmiergelschramme und Wickelfolien. So, in diesem Fall erst auf dem Huf anbringen. Das wäre rein technisch gesehen immer das Allerbeste. Aber diese Klebstoff, die ist relativ langsam, so das kann man auch später tun. Aber mit Metacrylat soll man die ganz frisch die erste Schicht auf dem Huf anbringen. Und dann auf die Schuhe, auf die Kufseiten und auch auf die Zehe, die Oberseite von die Zehe und die Oberseite von die Schenkel. Man hat alle Zeit, und das ist das Angenehme von diesem Klebstoff. Es ist auf diesem Moment, dass dieses Video gemacht ist, war es Ende Sommer in Toskana, 26 Grad und kein Problem mit der Wärme oder dass es zu schnell geht. So, gut positionieren ein bisschen, wo es zu viele Klebstoff schon, jetzt man schon sieht, dass es zu viele Klebstoff sind, einmal ein bisschen glatt streichen. Was auch die Sohle ist, schon mal wegholen und dann wieder. 10-mal wickeln, Ballen, Zehe. Damit bei das Kreuzwickeln die Wickelfolien, die auf die Schenkel geht, die Schuhe nicht nach vorne treibt. So über die Ballen nach die Zehe. Das ist mit gestreckter Zehe ist das einfach zu tun. Dann nimmt man sich ruhig die Zeit, um zu gucken, ob die Schuhe korrekt gepositioniert ist, ob er korrekt nach hinten liegt, ob er nicht verdreht ist, hat man alle Zeit dafür. Das ist ein relativ langer ovalen Huf, so das runde Eisenblock liegt ein bisschen weit im Trachtenbereich, so man kann dann nochmal die Schuhe nach die Trachten zuwickeln, vor dass man mit das Diagonalwickeln anfängt. So dreimal ein Diagonal, dreimal anderes Diagonal, drei, viermal. Ich habe es ein paar Mal langsam gemacht, damit es gut zu sehen ist. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Und so nach so 40 Mal Wickel ungefähr kann man die Huf runtersetzen, wenn das Wickelfolien mindestens 25 Mikron dicke hat. So, der Kollege David ist ganz froh mit seinen. Bei das Klopfen hört man von dem Ton, ob die Klebstoff schon hart ist, weil die Ton ist dann höher und dann kann man alles abnehmen, die Sohle sauber machen, wenn da ein bisschen Klebstoff hingegangen ist, die Strahlfurchtefreiheit kreieren und dann geht man nach die zweite Huf, wenn die auch beim Klopfen einen höheren Ton andeutet, dass die Klebstoff gut ausgehärtet ist. Das kann ruhig 10-12 Minuten dauern. Bei dieser Equacrylic. So, wiederum ein bisschen die Details sauberen. Die Strahlfurchte nachgucken.
und man hat kaum noch etwas zu tun. Hier ist noch ein ganz klein bisschen da, ein bisschen Plastik angeklebt worden und das ist alles. Man braucht fast nichts dabei beizuarbeiten. Und das ist dann das Resultat und es wird fertig, um eingesetzt zu werden. Einen kleinen Tipp noch, wenn man kleinere Iron Blocks nimmt, so einmal Nuller, kann man die 100 Gramm, die in jeder Doppelbeutel ist, eigentlich wahrscheinlich verteilen, so auf diese Weise, die härter in die Hälfte tun und die Grundstoff in die Hälfte und dann mit einem Beutel wahrscheinlich zwei kleinere Füße an. Man kann das dann erst rauslegen auf einen Karton.